Ich gehe davon aus, dass alle die, die jetzt hier sind, gekommen sind, weil sie gerne kommen und sich auch durchs Wetter nicht abhalten lassen. Das heißt, wir treffen hier heute nur auf fröhliche Leute, denen dieses Wetter nichts anhaben kann. Wir treffen uns immer so relativ am Anfang der Saison, um einmal kurz innezuhalten, zum 19. Mal, 19 Jahre schon. Guckt euch um und ihr könnt alle sehen, dass wir älter geworden sind. Wie in jedem Jahr wollen wir an dieser Stelle still werden und uns klar machen, dass es auch seit dem letzten Jahr wieder Freundinnen und Freunde gibt, die wieder zu Opfern unseres Hobbys geworden sind. Auch in der noch jungen Saison hat sich schon wieder einige, gerade auch hier in unserem Landkreis, getroffen. Auch einen tödlichen Unfall hatten wir schon wieder. Wir wollen still werden und für sie beten. Wir denken an sie und vertrauen sie der Liebe Gottes an. Wir denken aber auch besonders an diejenigen, die trauernd zurückbleiben. Wie brutal ein Unfall in eine Familie einbrechen kann, haben schon einige unter uns selbst erlebt. Wie schlimm es für die ist, die zurückbleiben, auch. Wir denken an die Trauernden und Verbitterten. Vielleicht gehören wir ja selbst dazu. Ich weiß, einige sind jetzt hier. Liebe Baikalinnen, liebe Baikal, liebe Gemeinde an diesem Tag. Ja, Gott sei Dank, es geht wieder los. Viele von uns haben bereits die ersten Kilometer der noch jungen Motorradsaison hinter sich. Wieder ist ein Jahr vergangen und wieder feiern wir hier zusammen Motorradgottesdienst, so wie es ja schon Tradition hier in Winsenheim ist. Ich weiß nicht, welche Beziehung Sie zu Gott haben. Glaubt ihr an Gott? Womöglich betet ihr vielleicht sogar jeden Tag? Die Tatsache, dass ihr jetzt überhaupt hier seid und uns hier oben zuhört, lässt doch vermuten, dass ihr eine gewisse Nähe zu Gott auf jeden Fall habt. Ich wünsche euch allen den Glauben und die Zuversicht daran, dass Gott in der neuen Motorradsaison an eurer Seite ist. Ja, wegen mir auch als euer Sozius mit euch fährt. Dass ihr immer genügend Grip habt und nicht aus der Kurve fliegt. Sei es auf dem Motorrad oder im sonstigen Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Kollekte einsammeln. In diesem Jahr, ihr habt es vielleicht auf dem Liedblatt gesehen, geht ein Großteil des Reinerlöses dieses Festes in die Aktion Interplast und auf der Branche. Das unterstützen wir sehr gerne. Zu einem anderen Teil kommt es Menschen wie dem Michael Feg, der gerade so andächtig gepredigt hat, zugute. Ihr habt aus seinen Formulierungen, die er sehr wohl gewählt hat, vielleicht rausgehört, dass er manchmal ein ganz schneller Heizer sein kann. Auch für Fahrer wie ihn basteln wir wieder Protektoren an die Leitplanken der Straßen. Ihr habt sie vielleicht gesehen. Hoffen wir, dass wir alle sie nie brauchen. Alle, die ihr hier seid, geht und fahrt in die Zeit, die vor euch liegt, in die neue Motorradsaison mit dem Segen unseres Herrn. Gott segne uns und behüte uns. Gott gebe uns Liebe, wo Hass ist, Kraft, wo Schwachheit lähmt, Toleranz, wo Ungeduld herrscht, Offenheit, wo alles festgefahren scheint. So sei Gottes Segen mit uns allen, auf jeder eurer Fahrt, auf all euren Wegen. Er beflügle unsere Hoffnung und begleite uns wie ein Licht in der Nacht. Und so geht hin mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr Gott segne dich und behüte dich. Der Herr sei mit dir und alle, bei allem, was du tust. Der Herr behüte dich auf allen deinen Wegen. Amen. Die Rundfahrt findet statt. Der Andreas Kolbe fährt vor. Wir haben ein paar Leute vom technischen Verein.
die sparen so ein bisschen grob ab. Ich denke, es wird heute nicht so das Problem werden wie sonst, leider. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid und uns weiter unterstützt. Wollt ihr einmal glücklich sein, dann laden wir euch ein zu uns ins schöne Winzenheim, um wieder Mensch zu sein. Denn hier von unserem kleinen Ort wollt ihr nie wieder fort. Die Herzen voller Sonnenschein, ob alt, ob jung, ob groß, ob klein, weil wir auf jeden Tag uns freuen und keinen je bereuen. Ja, 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 Winzenheim, ja, das heißt fröhlich sein. Wo unsere Wiege stand, sind wir zu Hause. Ja, 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 Winzenheim, das ist das Schönste. Das allerschönste Örtchen hier im ganzen Land. Die Welt ist voller Leid und Schmerz, so vieles ist geschehen. Das Leben nicht mehr einfach ist, das muss man so verstehen. Doch schlägt das Herz in deiner Brust, dann sei dir stets bewusst. Denn du nicht tust, das an dir tun, das fühlt auch keinen anderen zu. Und lass den anderen Boden tun, denn der fühlt so wie du. Ja, 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 Winzenheim, ja, das heißt fröhlich sein. Wo unsere Liebe stand, sind wir zu Hause. Ja, 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 Winzenheim, das ist das Schönste, das allerschönste Örtchen hier im ganzen Land. Und ist bei uns erst Rasenheim, haben wir es verbracht. Die Stimmung war kein Ding drin, bei Tag und auch bei Nacht. Denkt euch hier und dran bewahrt, jeder ist bei dir. Ja, große Liebe, alter Kreis, wir sind allzeit bereit. Genießt die Tage ebenso und ebenso. Ja, 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 Winzenheim, ja, das heißt fröhlich sein. Unsere Liebe stand, sind wir zu Hause. Ja, 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 Winzenheim, das ist das Schönste, das allerschönste Örtchen hier im ganzen Land. Ja, 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 Winzenheim, ja, das heißt fröhlich sein. Unsere Liebe stand, sind wir zu Hause. Ja, 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 Winzenheim, das ist das Schönste, das allerschönste Örtchen hier im ganzen Land. Das allerschönste Örtchen hier im ganzen Land.